Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015, heute auf der Map Björnholm, und wir fangen jetzt mal an mit dem schönen Deutz Agrostar zu mähen. Hier bei unserem Wohnhaus müssen wir jetzt mal über den Zaun springen. Hier sehen wir einmal das Pöttinger Mähwerk Pöttinger Nova K302, den Deutz Agrostar 6.38 und das Kuhn FC313F Lift Control. Und dann haben wir hier noch unseren Zweitschlepper, den Fendt 512C Turbomatic, mit einem Stollfrontlader und Stollschaufel, ein Zetter und was jetzt hier auf dem Hof steht. Dann werden wir mal zu unserem Deutz steigen. Einsteigen. Wir werden mal ein bisschen für frische Landluft sorgen. So, und Umleuchte an. Und los geht's. So, jetzt müssen wir mal langsam rantasten und Gas. So, also wir spielen auf der Standardkarte Björnholm auf meinem Spielstand. Ich bin jetzt im Moment am Gras mähen. Suche mal gerade meine eine Wiese noch. Ja, wie gesagt, wir sind hier unterwegs mit dem Deutz Agrostar 6.38 von Forbidden Mods. Finde ich sehr, sehr empfehlenswert. Ich finde den Trecker richtig cool. Und ja, der packt schon was. Am besten oben an. Auf ein paar Sachen wollte ich noch mal ansprechen. Wie zum Beispiel, findet ihr es besser, wenn ich mit Musik spiele oder ohne? Weil, wie ihr wisst, ich mache mehr so die Let's Plays und der Kigi, der macht alles mit den Mod-Vorstellungen mit. Mit seinem Stall oder seinem Gebäude. Und ja, wie gesagt, mit Musik oder ohne. Weil, wie gesagt, wenn, müsste ich mir erstmal eine Playlist zusammenstellen mit Musik, die GEMA-frei ist. Und ja, das war schon mal so die erste Frage. Fänden wir es auch cool, wenn ihr mal eure Meinung zu dem Hofzens, oder wie der Kiki das genannt hat, mal abgeben würdet, eine Meinung, wie ihr den Hof findet. Und dann können wir mal schauen, ob wir den nochmal auf irgendeine Map einbauen werden. Das auf jeden Fall, dann wird vielleicht wahrscheinlich auch eine, so gesagt, Gebäudevorstellung von uns beiden kommen. Wir werden uns den mal anschauen und so mal ein bisschen schauen, ob das alles schon passt und so. Ja, ich schmelze hier nur ein bisschen grob, dass ich ein bisschen Futter für die Kühe habe, und dann reicht das auch. Ich will jetzt auch nicht den Partner mit Mähen verbringen eigentlich, aber wenn mal einer von euch Zuschauern bei mir mitspielen will, kann er gerne machen, soll sich mal melden bei mir, beziehungsweise in den Kommentaren, und dann mal über PN.
gestalten, zum Beispiel mit Teamspeak oder Skype dann, wer Lust hätte. Und ja. Hier, der ist, finde ich, ziemlich schön gemacht hier mit der IC-Steuerung. Jetzt habe ich leider nicht die Spiegelanimation an, weil Forbidden Mods hat es jetzt so gemacht, dass man die Spiegel auch noch extra einstellen kann, was ich auch sehr cool finde. Nur weil ich die Spiegel schütze und die auch schon ziemlich viel Performance ziehen, habe ich sie eigentlich immer aus. Die der Innenraum ist ja wie vom Acrostar 6.61 oder welcher das war jetzt. Der Standard-Deutz, eben den Schalthebel, alles so. Glaube ich mal. So. Sind wir auch gleich schon fertig hier. Mal für diese Mail-Kombi so gesagt, vorne hinten, einseitig hinten, schlägt ja deutlich eigentlich ganz gut mit 22 km/h Durchschnitt. Ja, qualmt er schon ganz schön, aber der Deutz, der zieht gut, also. Und ich finde es auch schon sehr cool, der kleine Kanal hat ja schon 12 Abonnenten. Über, ich glaube schon 1000 oder 2000, ich weiß jetzt nicht genau, Aufrufe. Jo. Und wie gesagt, wenn man mit mir zocken will, einfach mal in die Kommis schreiben und dann bei Mods habe ich meistens in der Aufnahme eh nicht viele drin. Hofzenz oder Hofzenzstall, wie der Kiki es auch immer genannt hat in der Vorstellung, Hofzenzstall oder wie nochmal, hat er heute ein Holz, wie soll man sagen, ein Holzpolterstapel Hilfe für Stämme noch hinzugefügt in SketchUp. Haben wir heute nochmal drüber geredet, weil es ist halt so ein bayerischer Bauernhof. Und es ist halt, sieht es halt sicher ganz gut aus, wenn man das da schön reinstapelt. Ein Forstkram da mit Frontlader oder so. Ja. Und da haben wir halt gedacht, lass das mal probieren und dann, wenn es gut wird, weil der Hof ist soweit, glaube ich, eigentlich auch schon fertig. Nur wir wollten jetzt noch dann. Beziehungsweise der Kiki wollte mal einen Editor
erst 10 Uhr gleich. Stelle ich, lasse ich es mal so stehen hier. Alles noch erstmal gehoben. Und dann fahre ich erstmal eine andere Wiese mähen. Und dann fahre ich ihn erst auf den Hof zurück, aber jetzt gehen wir erstmal in unser schönes Haus was frühstücken. Und dann wird wahrscheinlich mit dem 512C, Entschuldigung, der Zeta angehangen und gezettet. So, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Schaut euch die anderen zahlreichen Mod-Vorstellungen vom Gigi an und das Let's Play von mir. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen.